Und damit willkommen zurück zu Siedlaris. Beim letzten Mal haben wir einen Krieg gegen die Asiaten gewonnen und dadurch Cybrex Alpha erobert. Was nicht ganz einfach war, weil hier über 4000 Armeen drauf waren. Ich habe die ganzen Sachen jetzt mal umbenannt, weil ich festgestellt hatte, dass wir einen Planetennamen sogar doppelt hatten. Dadurch, dass wir halt einmal hier drüben erobert haben und einmal hier drüben. Ich habe ein paar Planeten umbenannt. Und ich habe überlegt, wie wir hier das Gebiet handhaben werden. Da möchte ich das System noch übernehmen. Da möchte ich eine Ringwelt reinsetzen mit einem fertigen Segment. Und das übergebe ich dann den Wikingern. Ob ich das jetzt schon mache, weiß ich nicht. Weil ich erst noch ein paar andere Sachen machen möchte. Aber dann kann hier der Materiedekompressor hin. Dieser ganze Teil bleibt in meinem Besitz. Aber eben hier die Systeme würden dann halt den Wikingern übergeben werden. Ist zwar immer noch ein bisschen Border Gore, aber im Unionenkartenmodus haben wir immer noch die gleiche Farbe. Daher kann ich damit leben. So, hier wird gerade gebaut, hier wird erforscht. Ach ja, und hier drüben haben direkt zwei Maschinenaufstände stattgefunden und die Anbinden sind angekommen. Also ist hier drüben ein bisschen viel los. Und dank unserer Wachmatrix können wir auch alles sehen, was da stattfindet. Und was ich mir noch überlegt habe, ich habe die Korvetten umdesignt. Wir müssen aufpassen, dass wir hier keine fühlenden Gefechtscomputer einsetzen. Ich möchte wirklich keine KI-Rebellion haben. Und dann haben wir praktisch noch, würden wir praktisch zusätzliche Flotten bauen, die nur aus Korvetten bestehen und jede von diesen Korvettenflotten würde halt eine Legion begleiten. So, was haben wir hier? Wir haben hier 20 Sozialforschung. Okay, weswegen? Vor allem nur 60% Verwüstung. Dafür sieht es aber ziemlich kaputt aus. Ach, ich glaube, das war das Ei, oder? Obwohl, nein. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ich weiß nicht. Der Drache war ja hier. So, das hier muss noch unbedingt ausgebaut werden, damit wir hier den ganzen Handelswert mal bekommen. Construction complete. Construction complete. So, meine Überlegung ist jetzt halt, was wir als nächstes machen. Eigentlich warte ich darauf, dass der Krieg hier endet. Und damit noch, ich hoffe, dass ein bisschen von den Ägyptern übrig bleibt, damit ich das übernehmen kann. Und dann möchte ich den ganzen Teil hier erobern und halt den Ägyptern übergeben. Alvulcanus, ja, komm. Das bleibt eh nicht lange so. War declared. Prime Interface. Oh. Oh, und noch eine Maschinenintelligenz. Abtrünnige Servitoren, was? Allen Ernstes? Was ist denn mit denen hier drüben? Ichion-System. Ach, das ist das hier, ja. Was soll mit denen? Wissenschaftsverbindung. Was? Eine Festung des Unbekannten? Ah, jemand hat das L-Gate geöffnet. Die haben die Grenzen zu mir geschlossen, oder? Nee, haben sie tatsächlich nicht. Construction complete. Dann. Hulks vivisected. Ich möchte zumindest das hier erforschen können. Die Performance ist gerade ein bisschen am Arsch. Aber wenn ich bedenke, was hier alles los ist, überrascht mich das mal so überhaupt nicht. Sollte ich ihnen helfen? Construction complete. Ihre Flottenstärke ist erbärmlich, ihre wirtschaftliche Macht ist erbärmlich. Also an sich haben die Asiaten ja wirklich gute Chancen, aber hier drüben sind halt noch die Anbinden.
Construction complete. Ich halte mich erstmal einfach raus. So, wir brauchen unbedingt mehr Legierungen. Construction complete. Davon können wir einfach nicht genug haben. Und was ich auch noch gerne machen möchte, aber das ist mir im Moment noch zu gefährlich, ist die Römer auf akademisches Privileg setzen, aber dafür möchte ich denen auch das sparsame Merkmal geben. Verschwenderisch, das ist... Ja, ich muss... Aber das kann ich halt erst machen, wenn ich halt noch den letzten Aufstiegsvorteil habe. Ach ja, hier drüben ist Handelswert, weil ich noch eine von den Handelsknoten in eine Schiffswerft umgewandelt habe. Wie lange braucht ihr noch? 19 Monate. Das bauen wir aus. Das ist soweit. Construction complete. So, du springst Construction dahin. Complete. Ja, toll. Wir kommen da gar nicht mehr hin. Das heißt, wir können das Eltor im Moment noch gar nicht nutzen, aber wir müssen das übernehmen. Das ist schon mal... Der Krieg hat geendet. Ja, nice. Dann möchte ich einmal Tribut verlangen. Wir dulden keine Erpressung. Ja. Tributpflicht. So, ihr springt da rein. Und ihr springt dahin. Ihre Flottenstärke ist erbärmlich. Mhm. So, wo ist meine andere Transportflotte hier drüben? Technology secured. Erkenntnis über das enigmatische Tor benötige ich halt gar nicht mehr. Verwüster-Torpedos wären gut. Weil die ja in meinen Korvetten verwendet werden würden. Technology secured. So, die haben uns einfach nichts entgegenzusetzen. Dauererlasse. Gigantische Evolution. Attacking enemy assets. Okay, hier sind sogar direkt zwei Kolonien. Construction complete. Ihr seid fast soweit. Moment, hier sind FTL. Aber sie können trotzdem weiterfliegen. Dann ist das in Ordnung. Ihr zwei fliegt auch weiter. Construction complete. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die KI hat es mit ihren Habitaten. Ich meine, Habitate sind cool, aber... Bei der KI, der vertraue ich ehrlich gesagt nicht, was das angeht. So, pass auf. Technology secured. Wo ist Ringweltbaustätte?
Dann springst du dahin. Relative Flottenstärke plus 50. Ja, dadurch, dass ich noch eine Flotte habe und sie nicht. So, Destination. Sternbasenkapazität. Einmal das bitte. So, das hier lassen wir mal kurz abkühlen. Wir haben es ja nicht mega eilig. Planetary invasion commenced. So, wir sind halt massiv überlegen, also. Ground invasion force has seized a planet. Ach, und die Wikinger helfen uns mit ihren Truppen. Sehr schön. Aber irgendwie stellen sie sich nicht sehr geschickt dabei an. Aber die Geste zählt. Planetary invasion commenced. Ach, hier sind immer noch Roboter, ja, und die können keine. Die können keine wichtigen Jobs besetzen. Dann. Cybex Alpha Bastion, aber das ist. Hier sind Jobs frei. Construction complete. Büroangestellter, können das Roboter überhaupt machen? Nein, können sie nicht. Construction complete. Pass auf, ich habe keine Lust mehr auf Roboter. Wo sind Richtlinien? Roboter, Arbeiter. Ach, ich kann sie nicht auf geächtet setzen, noch ernsthaft? Ja, weil ich materialistisch bin. Dann kommen die auf. Ich kann sie auf Tanam parken, wenn das voll ist. Das würde gehen. Mensch, stopp. So, hier, der Kampf läuft noch. Psionische Armee. Ground invasion force has seized a planet. So, vollständig besetzt. Dann werden wir einmal. Moment, wieso lasse ich sie dahin springen? Ich kann sie auch dahin springen lassen. Grundhandelsschutz oder Marktgebühr. Komm. Ich handle zwar relativ. Boah, ich handle eigentlich relativ viel. Aber Handelsschutz habe ich halt überhaupt keinen Bedarf für. Sphere of Influence expanded. Bewohnbarkeit. Anführerlebensdauer. Planetary invasion. Einmal Trefferpunkte für Panzerung. Oder habe ich irgendwas Besseres? Nein, habe ich nicht. Invasion Force has seized a planet. So, ich glaube, der Sprungantrieb wird halt jedes Mal automatisch aufgeladen, sobald eine Invasion stattgefunden hat. Weil ich glaube, technisch gesehen hört die Flotte dann kurz auf zu existieren und erscheint dann halt wieder neu. Construction complete. Jedenfalls vermute ich, dass es daran liegt. So, dann Sanam. Construction complete. Construction complete.
Klontanks und das. So, was die Gießerei angeht. Es fehlen Mineralien, okay. Ja, der Materie-Dekompressor muss definitiv sein. Wie lange dauert das hier noch? Hä? Ja, ihr sollt auch schon wieder rauskommen. Ach so, ich habe die versehentlich da gelandet. Planetary invasion commenced. So viel zum Thema einseitig. Und ihr seid irgendwie... Ground invasion force has seized the planet. Irgendwie tun die gar nichts. Construction complete. Also Status Quo würde gehen, aber damit erreiche ich nichts. Planetary invasion commenced. So, wo ich mir nicht sicher bin, ist, wenn ich hingehe, die Ringwelt baue und das erste Segment in Auftrag gebe, praktisch die ganzen Sachen bezahle. Der Timer müsste weiterlaufen, wenn ich das System übergebe, aber ich weiß nicht, ob es dann immer noch als, dass ich die Struktur baue, ob das immer noch so zählt oder ob ich dann tatsächlich gleichzeitig auch noch das andere bauen könnte. Protonenwerfer. Feuerrate. Feuerrate ist das Problem, weil wir oft gegen kleine Schiffe kämpfen. Und da dürfen wir halt, da werden wir viel verfehlen. So, Feuerkraft ist nicht das Problem bei uns. Teilweise von Wikinger besetzt, ja gut. Das ist okay. Das Sternentor steht auch. So, und das alles müssen wir auch noch übernehmen. Attacking enemy vessels. Das System möchte ich aber auf jeden Fall behalten. Nicht mal unbedingt den Rest, aber das Teil halt. Warte, 1000? Ach, euer Ernst? Ja, dann wird das halt erstmal bombardiert. Construction complete. Springen kann ich im Moment nicht. Ach komm, die Mühe mache ich mir jetzt nicht. So, Armeen kosten leider Mineralien, die ich im Moment nicht habe. Planetary invasion commenced. Udarstatir. Olympia, wo ist Olympia? Das ist Olympia. Ja, ich ahne, was los ist. Ich kann aber... hier nicht groß etwas ändern. Galaktische Börse, Produktionsministerium.
Pass auf, einmal den. Das wird das Ganze ein bisschen eindämmen. Hier kommt sogar... Nee, das ist keine Armee. Die benutzen sogar die gleiche Namensliste wie wir. So, das L-Cluster kann ich gar nicht sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Wachmatrix daran irgendwas ändern könnte. Enthält FTL-Inhibitoren tatsächlich? Ach, ich kann sogar tatsächlich weiterfliegen. Construction complete. Dann tun wir das doch. Ground Invasion Force has seized a planet. Moment. Nee, das habe ich ja schon. Dann. Dann ebenso. Die haben auch nicht wenig Handelswert. Teilweise besetzt. Ja, die ganzen. Die gehören alle nicht mir. Ist alles aber überhaupt kein Problem. Hier komme ich nicht hin, aber mit etwas Glück muss ich das auch gar nicht. Also mit Planeten besetzen hat es die KI echt nicht so. Sonst wären nämlich die Ägypter schon längst weg. Planetary Invasion commenced. Also auch in den letzten beiden Kriegen. Sie haben ja vorher den Krieg gegen die Amazonen und das dunkle Volk geführt. Die wären nicht übrig geblieben, aber wenn die Systeme halt nicht komplett übernommen sind, dann werden sie eben auch nicht übertragen. So, und da wir so enorme Fortschritte machen, was Legierungen betrifft. Ground Invasion Force has seized a planet. Ground Invasion Force has seized a planet. Ach, es wäre schon schön, wenn ich einmal in so einer Aufnahme nicht zwei verschiedene Stimmen und zwei verschiedene Videos hätte. Und es war am Ende nicht einmal wichtig, aber okay. Das gehört dir... Was? Wann habe ich das denn übernommen? Ach, die Wikinger... Wow, die Wikinger sind sogar tatsächlich echt mal einigermaßen nützlich. Pass auf, ich weiß, dass die KI in der Lage ist, Ringwertsegmente zu bauen. Das heißt, ich werde denen gleich das System übergeben. Wobei, warte, ich brauche ja noch das Gerüst. 3200. Ich möchte jetzt auch nicht 10 Jahre warten, bis die da mal in die Pötte kommen. So, einmal eine neue Flotte ausheben, bitte. Ansonsten wäre meine Überlegung, dass ich halt wirklich dir einfach das, gebe. Ich weiß nicht, ob sie Mega-Ingenieurwesen haben, aber eigentlich müssten sie das haben.
So, einmal Materiedekompressor, dann kann ich nämlich das auch wieder umbenennen. Die machen das auch noch wirklich. Ja, cool. So, das hier ist das Einzige, was wirklich mir etwas entgegenzusetzen hätte. Planetary invasion commenced. Ich glaube, ich werde tatsächlich beide. Ich glaube, ich werde meine Flotten alle hier reinspringen lassen müssen, damit sie trotz der negativen Effekte des Sprungs trotzdem noch die Sternbasis erledigen können. Oder? Wobei, es sieht gut aus. Es könnte sein, dass ich gleich schon gewonnen habe. So, der Handelswert hier wird auch langsam mal eingesammelt. Construction complete. Planetary invasion commenced. So, das Gerüst kann ich jetzt nicht bauen, weil das zu viel Personal erfordert. So, mal Gegenfrage. Wo habe ich Arbeitslose? Wir haben auch einfach so viel Energie. Wir können tatsächlich mal noch mal ein paar Planeten terraformen. Okay, dann einmal das und dann machen wir einmal eine chemische Bepflanzung. Construction complete. So, 22 ist etwas wenig. Der Handelsknoten hat welches Problem? Planetary invasion commenced. Technology secured. So, und jetzt brauchen wir schon wieder mehr Mineralien. Krieg ich durch Besetzung? Gibt es ein Limit, wie viel ich da rauskriege? 86? Ich hoffe, das hört jetzt nicht bei 100 auf. Verwaltungslimit, ja, bitte. Das braucht zu viel. Aber es wäre an sich cool, wenn ich die Megastrukturen schneller bauen könnte.
Construction complete. Ja, und jetzt kommen auch noch die Wikinger dazu. Aber das System gehört jetzt komplett uns. Was ist denn hier? Ach, das ist das mit den... Okay, ja, das ist das System. Die Flotte hier ist fertig. So, wo ist die erste Legion? Die ist hier. Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich das Wartespiel spielen. Ja, das dunkle Volk wurde hier gerade... Ja. Tschüss, dunkles Volk. War schön mit dir. Aber das können wir so auf keinen Fall stehen lassen. Das Prime-Interface ist bald weg. Hier tut sich nicht so viel. Ich glaube, so langsam klappt es. Aber ich habe so eine Befürchtung, dass die anbidden. Weil hier ist ein L-Gate. Ich fände es höchst uncool, wenn die anbidden die Kontrolle über das L-Cluster bekämen. Ja, hier sind... Ja, da kommen sie. Das ist vielleicht eine Gelegenheit für mich, an ihre Technik zu kommen, aber... Spaceboat under attack. Wir müssen das auf jeden Fall schnell in den Griff kriegen. Corfefe wurde komplett besetzt. Ja gut, hier ist auch fast nichts drin. Die Mechasur, ja gut. Planetary invasion commenced. Ja, tschüss, Mayas. War schön mit euch.